Ja, hallo zusammen und willkommen zur vermutlich, vielleicht, ich weiß nicht genau, letzten Aufnahme von Crash Nitro, nein, nicht Crash Nitro Fuel, sondern Crash Team Racing Nitro Fuel. So rum. Ja, heute am 14.07. um kurz vor 7:30 in der Früh. Bin schon seit der Stunde wach, ja, hab grad ein bisschen Haushalt noch gemacht, rumgeräumt. Jo. Und ich wollte natürlich meinen täglichen Blick in den Boxenstopp natürlich nicht verpassen. Ach so, ich habe gestern schon geguckt, fällt mir gerade ein. Oder heute Morgen. Ey, cool, Biker Crash. Das ist natürlich. Das ist ganz nice, ne? Das ist natürlich jetzt hier das Outfit aus dem dritten Teil. Wo der Crash das erste Mal aufs Motorrad gestiegen ist, ne? In dem drei Strecken gab es, glaube ich, ne? Im dritten Teil. Ich glaube schon. Hat die gleichen Stats natürlich, klar. Ja, finde ich ganz nice, dass sie sowas eingebaut haben. Das ist wiederum so eine Sache, da könnte mich vielleicht das ein oder andere Kostüm doch noch interessieren. Jo, ansonsten, was haben wir hier? Isabella, die Russin. Zwielichtblau, Nitro-Tour-Paket in weiß-grün-rot, kann man machen, Flecken. Flecken sind immer gut. Und, ja, Small Normals Charaktere. Ich habe mir gestern noch ein paar Charaktere geholt. Können wir da mal kurz einen Blick drauf werfen. Ich nehme euch einfach mit, ist mir egal, ob ihr wollt oder nicht. So, und zwar, ne? Wo waren wir denn? Genau, den hatten wir gestern schon. Den habe ich gestern mit euch zusammen gekauft. Und diese drei Kameraden habe ich mir gestern noch geholt, ne? Einmal den Geary, das ist, glaube ich, der vorletzte Endgegner, glaube ich, bei Crash Nitro Kart. Dann den echten Velo, also den Endgegner quasi, der Oxid von Crash Nitro Kart. Sieht eigentlich auch ganz geil aus, wie die den gemacht haben, ne? Auch mit den wackelnden Ohren und so. Und Nash, was glaube ich der zweite Boss war bei Crash Nitro Kart. Es ist echt schlimm, ich habe so viel davon vergessen. Aber egal. Habe ich es eigentlich schon gestreamt, Crash Nitro Kart? Ich glaube schon, ne? Egal. So, ja, machen wir einfach mal weiter. Wir haben nicht mehr so viel zu erledigen im Abenteuermodus. 94% haben wir ja schon. Wir müssen noch drei Edelsteine holen, also drei komplette Cups fahren. Und, ja, ein Relikt, ne? Und dann natürlich dann nochmal, wenn wir das letzte Relikt haben, gegen Oxid antreten. Und dann sind wir eigentlich, soweit fertig. Was eigentlich traurig ist. Boah, es wäre so cool, wenn die hier einen zweiten Abenteuermodus eingebaut hätten, ne? Oder so als DLC hinterher nochmal reinklatschen, dass man hier nochmal so ein Nitro-Kart quasi spielen kann. Das wäre voll geil. Weil die Strecken sind ja schon da, ne? Du musst halt nur ein paar Sequenzen dazu bauen. So. Ach cool, guck mal, wir starten ja hier direkt. Ach rein. Komm, dann machen wir direkt den blauen hier. Ich habe heute noch nicht viel gesprochen. Das heißt, meine Stimme könnte noch ein bisschen sein, ne? Hab gestern mich wirklich reingesetzt. Ich habe so lang das scheiß Video geschnitten für die nächste Spielevorstellung, ne? Und ich bin noch nicht fertig geworden. Ach man, das ist so doof, weil es sind halt ein paar Videos defekt gewesen. Habe ich euch, glaube ich, auch schon gesagt in der letzten Aufnahme. Ja, und da habe ich gestern erstmal ein bisschen nachgezockt, ein bisschen geschnitten. Da habe ich gesehen, ach, da fehlt da doch noch was und das war ein bisschen nölig. Aber ich mach's heute fertig. Heute um 12 gehe ich dann schön zu meiner Mutter, erstmal lecker essen. Gestern Abend um 1 habe ich nur so ein bisschen Linsensuppe aufgetaut, ne? Kann man ja mal machen. So, Tigertempel! Erstmal wieder klarkommen. Ich habe gestern Abend, übrigens, oder gestern Nacht besser gesagt, auch nochmal kurz mich mal so an der ersten Oxidzeit rangewagt. Hilfe! Ach, geh mir doch nicht auf eine Nuss. Ohne Scheiße. Kannst mich mal am Rubbel blasen, kannst du nicht. Ja, Crashbucht habe ich versucht, ne? Also ganz ehrlich. Oxid. Quatsch. Entropy-Zeit. Gar kein Thema. Also wirklich gar kein Thema. Direkt beim ersten Versuch geschafft. Sogar auch mit 2 Sekunden Vorsprung und alles. Und da war ich auch zuversichtlich, weil, als ich dann die Oxid-Zeit angefangen habe, als ich die erste Runde beendet habe, war ich vorne. Ich habe schon gedacht, okay. Mann, ey, ohne Scheiß, ich raff nicht, wie man die Raketen hier abwehrt in dem Spiel. Das kriege ich echt nicht auf Kette, ne? Kann das sein? Weil früher musste man einfach nur das Ding da hinklatschen und dann war gut. Was ist so eine Drecksau, was ist denn eigentlich? Mann, jetzt, ich will doch nur 10 Wupperfrüchte haben. Jetzt hier. So, fuck du. Jetzt kann ich auch wieder einholen. Alter, es ist Polar, ich bin ungefähr dreimal so schnell wie der. Willst du mich eigentlich verarschen? Gut, vielleicht wird das heute doch nicht die letzte Aufnahme. Mal sehen. Nein. Ich denke mal, also zumindest jetzt diese Strecke kriege ich wahrscheinlich nur hin. Was, guck, was gibt's denn da noch eigentlich? Drachenminen, die werden jetzt hier wahrscheinlich kommen, denke ich mal, ne? Weil die haben wir, glaube ich, bisher nur in der Bossstrecke, also in dem lilanen Cup gehabt. Weil es halt die Bossstrecke von Komodo Joe ist. Und, boah. Kokopack wird hier wahrscheinlich noch nicht drin sein. Ich schätze mal eine der beiden Eisstrecken. Huiuiuiui. Mal kurz überlegen, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch offen? Was haben wir im letzten Cup gehabt? Angel Labor wird hier wahrscheinlich mit dabei sein. Ansonsten sind wir da eigentlich schon alle Strecke
Oder? Haben wir schon alle Strecken dann durch? Nee, nee. Wir müssen noch eine zweite fehlen. Was haben wir am vierten Cup gehabt? Burg Cortex, stimmt. Die gab es ja auch noch. Uiuiui. Dann wird hier wahrscheinlich Burg Cortex mit drin sein. Und, ja, dann denke ich mal, eine der beiden Eisstrecken. Wahrscheinlich Blizzard Bluff. Nee, Polarpass wird hier sein. So, 9 Punkte, zack. Und aus dem ersten Bereich vielleicht der Abwasserring. Das kann vielleicht sein. Ach, ich warte einfach mal ab. Oh, hör mal, einen Schluck trinken. Es ist diesmal nur Wasser, kein Kaffee. Ich hatte gerade schon Kaffee, während ich hier rumgeräumt habe, ich mir irgendwo mal ein Tässchen hingestellt und dann immer mal ein Stückchen getrunken. Ist sogar leer gegangen. Oh, kaltes, klares Wasser. Ich mag Leitungswasser. Ich habe das früher gar nicht so gerne gemocht. Aber erstmal ist es günstiger, man muss es nicht schleppen, ne? Ah, hier ist der Abwasserring. Guck mal einer an. Genau, wie ich vermutet hatte. Als ob das... Klingt jetzt so, als hätte ich das vollkommen gewusst. So, hier gibt es auf jeden Fall eine Kiste. Sollen wir es versuchen? Komm, wir versuchen es. Wie schön. Astral, echt. Wie habe ich das beim Reliktrennen direkt geschafft? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ach, interessiert mich auch nicht. Nein, doch nicht. Fünferfrüchte. Abwasserring, meiner Meinung nach, auf jeden Fall die anspruchsvollste Strecke. Also zumindest so, was die Zeit und sowas angeht, vom ersten Bereich, von der Crashbucht. Ne, Insanity Insel heißt das ja. Crashbucht ist die erste Strecke. Entschuldigung. Mein Fehler. Pow! Pow! Ey, ey! Fehlzündung, super. So, hup. Ah, gut. Dann springst du halt nicht. Kann ich ja nicht zu deinem Zwingen teilen. Passt schon. Ja, also. Okay. Jetzt vielleicht? Hm? Ja! Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ich habe Feuer gemacht. Nein! Wie gewonnen, ne? Scheiße. Das sind halt die TNT-Kiste gewesen. Ich dachte jetzt kurz, das wäre eine Rupert-Kiste. Es gibt übrigens, ne, hatte ich wieder sich nicht bestellt, die ist doch gestern angekommen und sieht doch echt geil aus. Eine Crash Nitro Kart Figur. Da bin ich auch echt am Hader mit, ob ich mir die auch nochmal kaufen soll. Ist schon geil, muss ich sagen. Generell, die bringen momentan ziemlich geile Figuren raus. Also das ist durch die ganzen Remakes und sowas, ist das Interesse wohl wieder ein bisschen geweckt worden. Woran ich aber auch Interesse hätte, ne? Es gab damals, ja, als PlayStation 3, als Crash Bandicoot 3 rauskam, ja auch schon Figuren, ne? Also die waren halt eher so auf Kinder ausgerichtet, aber ist mir scheißegal. Uhei. Ich finde es aber irgendwie total charmant, so, keine Ahnung. Es ist halt 90er-Stil, ne? Und heutzutage sehen die alle total geil aus, keine Ahnung, mit einem 3D-Drucker gemacht worden sind oder was auch immer. Hilfe! Weil es ist ja auch eine ganz andere Industrie als vor 20 Jahren natürlich. In vielen Bereichen. So. Zack. Zack. Und Strecke Nummer 2. Gay. Schafft. Danke. So, dann müssten wir jetzt, aber das war jetzt der erste, jetzt haben wir zwei Strecken aus dem ersten Cup gehabt, ich überlege gerade. Nee, der Tiny Temple, der war doch erst im zweiten Cup, stimmt. Papus Pyramide könnte vielleicht noch kommen. Nee. Das hätte ich jetzt eigentlich vermutet. Ach, ich lass mich einfach überraschen. Trotzdem tippe ich jetzt, das ist der Polarpass, der jetzt kommt. Nee, das müssten die Drachenminen. Ich sag Drachenminen. So, Drachenminen. Bin mal gespannt. Oder bin ich letztes Mal doch... Ach, ich hab keine Ahnung. Ist schon fast 24 Stunden her, wo ich das letzte Mal gefahren bin. Ich kann mir doch nicht alles merken. Ja, sag ich doch. Also mit meinen Tipps liege ich ganz gut. Auch wenn ich klinge, als hätte ich Alzheimer. So, wenn wir das Ding nach Hause fahren, dann kann uns eigentlich wieder nichts mehr passieren. Finde ich das aber wirklich ein bisschen blöd, dass man nicht sieht, wie viele Punkte die Gegner haben. Ich dachte, ich kriege da noch nie mit dem Rumgedrifte. Habe ich falsch gedacht. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack. Ich hab's doch genau gesehen. Und dass sie auch vom Timing her genau dann da ist, ne, wenn ich da bin, ist schon verdächtig, ne? Also. Und dann auch genau da ist, wo ich auch langfahren möchte, das ist noch viel verdächtiger. Und da ist schon wieder das gleiche Spiel. So. Irgendwo war doch hier Wumperflucht. Dankeschön. So. Lass mich was Tolles haben. Ja, danke. Darauf hätte ich vielleicht doch verzichten können. Ah! Also ich glaube echt, die Drachenminen ist die beschissenste Strecke, glaube ich.
Ach, meine Fresse, ey. Ich bin aber echt zu blöd zum Scheißen. Kann das sein? Zu blöd, um beim Kacken zu stinken, ey. Mein Gott. Hör auf, überall festzuhängen, ey. Aber die Pixel des Todes sind hier auf jeden Fall ausgeprägter. Als im Original, meiner Meinung nach. Ja. Super funktioniert. Schön, Dennis. Ja. Schön ins Kiesbett hat er mich geballert. Warum bin ich denn immer noch Erster? Da. Scheiße, die vorhandenen Power-Ups nicht aufgelevelt werden, wenn ich schon die 10 Punkte bekomme. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Ja, was ist das? Ei! Ich glaube, da ist aber jemand reingefahren. Boah, wie schön. Ja, schön, haben wir doch hier auch die 9 Punkte geholt. So, hervorragende. Zack. So, eine Strecke haben wir noch vor uns. Abschluss eines lokalen Rennens. Ja, wer hätte es gedacht, dass ich sowas mal hinkriege, ne? Irgendwie wirkt mein Headset. Ich muss gerade mal ganz kurz was testen. Ne, okay. Es wirkt irgendwie heute so leise. Vielleicht spreche ich heute auch einfach leise. Ja, okay. Diesen Tipp, den haben wir nicht so häufig gelesen bisher, ne? Angriff oder Verteidigung. Aber was ich an den Cups mag, wir haben keine Siegesfeier nach jedem Rennen. Das ist schon mal hervorragend. Das finde ich wirklich super. Engine Labor. Komm, komm, komm. Und. Meine Wumpa-Früchte. Alter, war das knapp. Leck mich an der Pfott. Ja. Gut. Oh, ho, ho. Scheiße, ich habe die Wumpa-Früchte nicht gesehen, weil ich zu fett bin. Hör mal, Cortex. Warum bist du. Achso, du hast ein Turbo-Item. Boah, bin ich. Und hab sich nicht gut ausgewichen. Komm. Hilfe, ich hab so viel Schiss vor den Wänden, weil ich da immer so gerne dran festhängen bleibe. Okay. Zack, zack. Oh mein Gott! Scheiße! Alter, habt ihr das gesehen? Ich war voll verwirrt, weil auf einmal eine Rakete hinter mir war. Ich weiß nicht, was die von mir wollte. Aber sie wollte nicht mich. Das ist das Schöne. Alter! Boah! Ja, ein bisschen. Jetzt bin ich auf jeden Fall wach. Oh, guck mal so. Oh, ich habe den dritten getroffen. Sorry, Coco. Ich war's. Boah, bleiben wir gerade mal dahin. Ich glaube, ich habe schon wieder Coco getroffen. Ah, keine Ahnung. Coco Chanel. Was ist da oben eigentlich für ein pulsierendes Gerät gewesen? So. Bitteschön. Lepp. Und zweite Runde gleich auch schon wieder fertig. Und noch dieses Bereich. Dieses Bereich, genau, Dennis. Solltest Deutschlehrer werden. Oh mein Gott. Und die letzte Runde. Aber den ersten Cup gleich schon mal weg. Ist wahrscheinlich auch der zeitintensivste jetzt gewesen. Mit den längsten Strecken. Alter, das funktioniert aber auch echt gut, ne? Bei PlayStation 1 falle ich da, glaube ich, sonst immer runter. Oh, guck mal, oben ist ein Jetpack Johnny. Das ist auch ein geiler Name. Jetpack Johnny. Na, okay. Also ich glaube, ich habe nicht mehr viel zu befürchten, dass mir hier irgendwas passiert. Ich kann höchstens noch ein bisschen die... Alter. Alter, wie der gelacht hat, ne? Schön im Tunnel. Schön am Hallen, ne? So. Ups. Ich mag die Minen da rechts. Aber war die mal in irgendeinem Teil, vorhanden? Ach, das sind bestimmt die Dinger, die da immer nach oben und nach unten gefahren sind, ne? Die man teilweise überspringen musste. Ich glaube, aus dem zweiten Teil waren die, glaube ich. Oder waren die aus dem... Nee, ich meine, die waren aus dem zweiten Teil. Na gut, Engine wurde ja auch erst im zweiten Teil mit eingeführt als Charakter. Den gab es ja im ersten Teil noch gar nicht. So, perfekter Cup. Jetzt will ich dafür noch ein paar... Ach, leck mich doch. Du könntest mir auch gar nichts spielen, ne? Unglaublich. Bombenlos! Ach, ich kann mal kurz meine zweite Einstichstelle gucken. Ja, die wird auch blau, schön. Ne, mir wurde ja jetzt
ich überlege gerade, in den letzten anderthalb Wochen an jedem Arm einmal Blut abgenommen. Das muss wohl sehr wertvoll sein. Drachenblut. Ich kriege dann immer so schöne blaue Flecke da. Und der blaue Edelstein ist unser. Oh mein Gott, schön breit ist er. Polar ist zweiter, Cortex dritter, also so wie es in den Rennen auch war. Ich weiß auch nicht, wie das hier ist mit den Cups, ob es da... Also ob der zweite wirklich immer zweiter wird auch oder ob das ein bisschen besser verteilt ist. Im ersten Teil war es eigentlich immer recht gut verteilt. Ich habe den lila Komodo Joe freigeschaltet. Oh mein Gott, welch Freude. Wo bin ich? Ah, da. So, dann der blaue habe ich gerade gemacht. Den grünen müssen wir jetzt, glaube ich, machen, ne? Ja, genau.